Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt nach dem zweiten Shutdown hat sich die Lage kurz vor Weihnachten doch noch einmal dramatisch verändert. Wir haben deutlich weniger Kontakte und ich kann nur an Sie appellieren, dass Sie mit sich selbst verantwortlich umgehen. Passen Sie auf, dass Sie einen Mund-Nasen-Schutz tragen, dass Sie Abstand halten und dass Sie sich vorüberlegen, worauf Sie sich gerade einlassen. Sie gefährden immer nicht nur andere, sondern auch sich und Ihre Familie. Und gerade wenn Sie wissen, dass Sie über Weihnachten auch Kontakt zu deutlich älteren Menschen haben werden, die besonders gefährdet sind, ist es natürlich sinnvoll, vorher aufzupassen und auch in der Situation den Abstand einzuhalten. Also seien Sie sorgfältig mit sich. Die Maßnahme, so hart sie war, ist, da bin ich sicher, sinnvoll, weil vermieden werden muss, dass unsere Gesundheitssysteme überlastet werden. Also passen Sie auf sich auf und trotzdem wünsche ich Ihnen natürlich, dass Sie im Kreise Ihrer Angehörigen gute Feiertage verbringen, dass Sie zur Ruhe kommen, dass Sie gute Gespräche führen und gemeinsam hoffe ich dann auch für uns, dass wir natürlich im nächsten Jahr, wenn dann ein Impfstoff in großer Zahl zur Verfügung steht, zu einer neuen, einer besseren Situation kommen und bis dahin passt jeder auf sich auf, das ist der sinnvollste Weg. Wenn das alle umsetzen, muss man deutlich weniger mit Verboten arbeiten. In diesem Sinne hoffen wir gemeinsam, dass das nächste Jahr deutlich entspannter wird als dieses. Schöne Feiertage.